Und das zahlt auf deinen Selbstwert ein, wenn du Außergewöhnliches in deinem Leben schaffen kannst. Das kann klein sein, das kann groß sein. Es sorgt dafür, dass dein Selbstwert stark wird. Was ist Luxus für euch? Diese Frage begleitet mich schon 20 Jahre durch mein Leben. Und was glaubt ihr, wenn ihr euer Smartphone auspackt, dort unter Google Search eingebt, Luxus, was ihr dann sehen könnt? Ihr müsst es jetzt nicht machen, ich habe es für euch getan. Es kommen, wenn man unter Bilder schaut, definitiv Bilder vom äußeren Luxus. Und genau das ist die Welt, in der ich schon 25 Jahre unterwegs bin. Als Trainer, Experte und Leader. Ich habe für namhafte Marken bisher immer gearbeitet und konnte zusammen mit meiner Crew circa im Jahr 5.000 bis 6.000 Menschen trainieren, informieren oder natürlich auch in die Luxuswelt mit eintauchen. Und in dieser Zeit konnte ich für mich natürlich diesen äußeren Luxus komplett genießen. Aber ich habe eins festgestellt: Neben diesem äußeren Luxus gibt es noch eine Minimum genauso wichtige weitere Luxuswelt, den inneren Luxus. Für mich ist das der wahre Luxus. Und dieser wahre Luxus, das ist das, was mir einfach halt auch im Leben wichtig geworden ist. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen, Organisationen in ihr Potenzial zu begleiten, um ihre Welt wertvoller und ihr Leben nochmal erfüllender zu gestalten. Und ich glaube, das ist heute super wichtig, denn gerade Werte sind nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist auch mein Thema heute Abend, denn ich möchte euch einladen, den wahren Luxus kennenzulernen, denn wahrer Luxus wirkt. Es soll dazu beitragen, dass du bewusst wertvoll leben kannst. Und dazu gibt es drei Schlüssel von mir. Das Entscheidende ist aber, dass du während des ganzen Vortrages hoffentlich hörst, siehst, fühlst, warum man wahren Luxus nicht kaufen kann. Schau, die Luxuswelt, die ist immer in Bewegung. Jede Generation hat ihre Form von Luxus. Wenn man in den 50er, 60er Jahren schaut, dann war das Luxusgefühl, definitiv einen gefüllten Kühlschrank zu haben. Fast unvorstellbar heute. Danach kam die Zeit der Marken, der Designer. Da war das Lacoste-Krokodil, habe ich mal gelesen, wesentlich größer auf dem Poloshirt, wie es heute ist. Spannend ist auch zu sehen, dass heute Luxus darin halt gipfelt, dass man sich zu seiner Luxustasche vielleicht seine Initialen auch einprägen lassen würde. Dann würde TL bei mir draufstehen für Thomas Loch. Aber am Ende des Tages ist ja halt wirklich die große Frage auch, was ist denn das Besondere daran? Was ist denn dieser wahre Luxus? Und schaut, ich habe dazu eine eigene Geschichte. Denn Luxus, egal wo du hinschaust auf dieser Welt und egal in welcher Generation, hat einen Nenner. Und dieser Nenner, das ist das Außergewöhnliche. Coco Chanel hat das mal wunderbar zusammengefasst, denn sie hat gesagt, Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut. Luxus ist das Gegenteil von Gewöhnlichkeit. Also das Außergewöhnliche. Und dieses Außergewöhnliche, was Luxus ist, das unterschreibe ich sofort. Denn dieses Außergewöhnliche an Luxus, das ist auch in meinem Leben in einer Geschichte so passiert. Ich komme aus dem Saarland. Ich weiß nicht, haben wir Saarländer hier unter euch? Mal kurzes Handzeichen. Ja, wunderbar. Ich wusste es. Neben diesem kleinen Bundesland gibt es dort eine kleine Stadt, die heißt St. Wendel. Und noch viel kleiner ist das Örtchen Niederkirchen. Und in Niederkirchen, da ist es halt so, gab es eine Edusho-Filiale. Das kennt schon gar nicht mehr jeder, das ist sowas Ähnliches wie Chibo heute. Und in dieser Filiale, da gab es ein verlockendes Angebot. Ich fand das total klasse, dieses Angebot. Habe mein ganzes Taschengeld zusammengekratzt und bin in diese Filiale gegangen und habe mir dieses Angebot geleistet. Und ich habe es euch mitgebracht. Moment. Eine Designer-Kaffeetasse aus Metall. Ihr lacht, aber für mich war das damals das Wertvollste, was ich mir für mein Taschengeld leisten konnte. Es war außergewöhnlich.
Und dieses Außergewöhnliche, das habe ich total mit Stolz erfüllt. Ich habe die Tasse genommen, bin mit der Tasse nach Hause gegangen, habe die Tasse natürlich meinen Eltern gezeigt. Meine Mutter hat sie an den Kopf gegriffen und hat gesagt, haben wir nicht genügend Tassen im Schrank? Mein Vater, der hat das eigentlich gar nicht richtig registriert. Das formt nämlich deinen Selbstwert. Ich habe gelernt, mein Ding zu machen. Ich war stolz. Und das zahlt auf den Selbstwert ein. Außergewöhnliche Momente formen deinen Selbstwert. Und das war für mich wirklich schon die Einstiegskarte in die Luxusbranche, in der ich bis heute für namhafte Firmen arbeite. Ja, und es sind nicht nur die Produkte, ich finde die klasse, aber am Ende des Tages waren es für mich immer die Menschen hinter diesen Produkten. Das sind diese außergewöhnlichen Kreateure, Designer, die Außergewöhnliches schaffen, die ihren Wert leben im Leben. Kreativität, Stolz. Denkt an eine Gabrielle Chanel, die ihr Leben einfach gelebt hat. Und das zahlt auf deinen Selbstwert ein, wenn du Außergewöhnliches in deinem Leben schaffen kannst. Das kann klein sein, das kann groß sein. Es sorgt dafür, dass dein Selbstwert stark wird. Das war eine große Erkenntnis, die ich über den inneren Luxus bekommen konnte. Was noch? Ich glaube, 2 Jahre ist es her. Da war ich in Hamburg in meinem Lieblingscafé Conti an der Alster, sitze beim schönen Sonnentag draußen, habe mir ein Cappuccino bestellt, Zeitung in der Hand, blättere so durch die Zeitung und bleib an einer Schlagzeile hängen. Kennt ihr vielleicht? Und diese Schlagzeile, da steht, warum sich Luxus immer lohnt und nie rechnet. Bam! Warum sich Luxus immer lohnt, aber nie rechnet. Da spricht mir jemand aus dem Herzen. Das war genau das, was ich schon immer gesucht habe. Nämlich, es muss sich für dich lohnen und nicht immer rechnen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Denn wenn es sich für dich lohnt, dann ist es was wert. Meine Tasse, ich war stolz wie Bolle, als ich die meinen Eltern gezeigt habe. Die haben nur eine Tasse darin gesehen, eine weitere Tasse, die sich nicht rechnet. Mir war wichtig zu verstehen, was ist Luxus? Also war es ja relativ einfach. Ich habe ja viele Menschen im Luxusumfeld, die ich fragen konnte. Das sind Kunden, die sich Luxus leisten. Chanel, Tom Ford, La Mer, whatever. Oder aber auch die Berater und Verkäufer, die täglich Luxusartikel verkaufen. Ob es Luxusuhren sind, Luxushotels, Luxusreisen, Luxuskosmetik. Und ich habe eine Frage gestellt, die ich euch auch gestellt habe. Nämlich die Frage, was ist Luxus? Und es war für mich eine Erkenntnis, denn die Antwort war bei 95% der Menschen immer relativ gleich. Die Antwort auf was ist Luxus war Zeit. Das Bewusstsein, Zeit ist Luxus. Lebenszeit ist Luxus. Das war für mich wirklich eine Erkenntnis. Ihr könnt euch vorstellen, so als junger Luxustrainer, man macht seine Trainingsstrategie, denkt dann so, Mensch, mit der Frage sagen die alle, deine Marke ist die beste, aber dann kommt Zeit. Und das konnte ich wirklich lernen, dass Zeit wahrer Luxus ist. Und du kannst die tollste Luxusuhr deines Lebens tragen. Sie würde nicht mehr Zeit geben. Das Entscheidende ist, dass du der Zeit mehr Wert gibst, dass du dir Gedanken machst, wie du die Zeit auffüllst mit Energie, wie schöne Momente mit Freunden teilen, Zeit für dich haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und Wichtige, dass du das für dich feststellen kannst. Denn wenn du dann auf deine Uhr guckst und feststellst, das war ein wertvoller Moment, dann ist die Zeit mehr wert. Persönlich konnte ich mich auf eine Reise begeben zu dieser Erkenntnis. Denn die kam schon viel früher als bei dieser Umfrage. Ich habe als junger Trainer nur im äußeren Luxus gelebt. Ich fand das toll, diese ganzen Produkte. Das war genau meine Welt. Und ich habe begonnen, einfach mich damit auseinanderzusetzen. Es war ja auch einfach. Ich konnte alles kaufen, was es da gab. Also war das zuerst meine Welt, in der ich gelebt habe. Dieser äußere Luxus. Ich habe mir tolle Autos gekauft, schöne Uhren gekauft, ich habe alles gekauft, was da zu finden war.
Ich habe gerechnet, denn ich habe gedacht, das braucht man, das ist lebensnotwendig in dieser Branche. Ich habe aber auch ganz schnell weiter berechnet, habe gedacht, einer reicht nicht von diesen Luxuskugelschreibern, ich brauche noch einen. Ich habe weiter berechnet und wie es in meinem Leben so ist, wenn du rechnest, kommt irgendwann nach dem Berechnen das Abrechnen. Und das Abrechnen, das war schon auch wirklich mit Mitte 20 nicht ganz so schön. Denn dieser äußere Luxus, den ich mir geleistet habe, der hat Geld gekostet. Der hat ein fettes Minus auf mein Konto gebracht. Er hat aber auch gleichzeitig mir gezeigt, dass ich viel zu viel gearbeitet habe. Ich war überarbeitet, ich hatte eine Leere. Ich habe am Ende des Tages 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Und ich habe gemerkt, dass mir was fehlt. Zeit mit Freunden, meine bisherige Liebe des Lebens habe ich verloren. Und dann fängst du auch an, darüber nachzudenken, was brauchst du denn wirklich in deinem Leben? Und das wurde mir dann ganz klar. Es sind die Herzensprojekte, es sind die Herzensmenschen, die für dich einen Wert darstellen, die das in dein Leben bringen, was sich lohnt. Zeit zu teilen mit den wichtigsten Menschen in deinem Leben, unbezahlbar. Und als mir das klar wurde, da war das für mich wirklich wie eine Erleichterung, denn ich habe Freiheit gespürt. Vielleicht kennt ihr das, wenn man dieses Gefühl hat, man muss gar nicht, sondern man kann. Man braucht das jetzt nicht unbedingt. Dann geht man durch Geschäfte, guckt sich alles an und wirklich nur Herzensartikel gehen mit. Und das macht es doch dann so besonders. Das lädt auf, diese Freiheit wieder zu spüren. Karl Lagerfeld, der hat das mal wunderschön zusammengefasst, denn der hat gesagt, wer Luxus mit Reichtum verwechselt, der hat keine Kultur. Und was ist denn Kultur? Kultur ist doch nichts anderes wie das, was du in deinem Leben selbstgestaltend hervorbringst. Das ist wahrer Luxus. Und das Schönste ist, wenn du das tust, dann kann da ganz, ganz viel passieren. Ich werde so oft in der Luxusbranche gefragt oder die Aussage wird oft getroffen, das kann ich mir nicht leisten. Verdammt nochmal, ja, vielleicht im äußeren Luxus, aber im inneren Luxus, das kann sich jeder leisten. Das sind diese Momente, deine Herzensmomente, die es einfach lohnt, sie zu kultivieren. Wenn der ein oder andere jetzt nochmal drüber nachdenkt, wie soll ich das denn tun? Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch Schlüssel mitbringe, damit ihr euer Luxus aufschließen könnt. Oder, weiß nicht, hat schon jemand von euch einen Schlüssel dabei? Mal kurzes Handzeichen für Luxus. Ich habe mir fast gedacht, dass das so ausgeht. Keiner, aber euren Haustierschlüssel habt ihr hoffentlich dabei. Kurzes Handzeichen, wer hat den Haustierschlüssel dabei? Ja, wunderbar. Nehmt ihr den täglich? Nochmal kurzes Handzeichen. Nicht so schüchtern, ihr dürft euch trauen. Jawohl, nämlich das, was ich euch jetzt zeige, das sind Schlüssel für den Alltag, für den Alltagsluxus. Darum geht's mir. Denn der wahre Luxus, der kann tagtäglich in deinem Leben sein. Der erste Schlüssel, den ich dir gebe, das ist der Schlüssel, lebe außergewöhnlich. Als junger Trainer war das ein Satz, der mich total geprägt hat, denn ein Trainer hat zu mir gesagt, wenn du gute Trainings machen möchtest, dann mach die anders wie alle anderen. Und in meinem Leben konnte ich es immer wieder feststellen, wenn du alles außergewöhnlich lebst, dann wirst du sehen, du spürst Werte in deinem Leben, für die es sich lohnt. Mein erster Schlüssel. Der zweite Schlüssel, den ich euch mitgeben möchte. Dieser zweite Schlüssel, das ist das Bewusstsein, Luxus ist Zeit. Deine Lebenszeit. Es gibt so ein chinesisches Sprichwort, was ich total schön finde. Ich habe es ein bisschen für mich angepasst. Und dieses Sprichwort heißt, du kannst dem Leben nicht mehr Zeit geben, aber du kannst der Zeit mehr Leben geben. Luxusleben. Und ich glaube, ihr spürt und wisst, was ich meine damit, nämlich die Zeit, die man zusammen verbringt, die es wert ist. Der dritte Schlüssel, den ich euch nicht vorenthalten möchte, das ist so ein bisschen ein Generalschlüssel, der fasst auch alles zusammen. Und dieser Schlüssel, der heißt,
kultiviere ein Leben, was sich für dich lohnt. Soll sagen, es ist dein Leben. Schau dir Situationen an, Dinge an, die sich für dich lohnen, die du selbst auch gestalten kannst. Und das kann sich wirklich jeder leisten. Die geben dir einen Wert ins Leben. Das macht das Leben besonders, außergewöhnlich. Ich finde es immer ganz schön, wenn man es sich halt nochmal so vor Augen hält, dass diese verschiedenen Schlüssel auch dem Leben einen besonderen halt Einklang geben. Für mich ist es außergewöhnlich halt, auch hier auf einer Bühne zu stehen, mit euch die Zeit zu teilen. Und ich würde sogar sagen, das ist für mich wahrer Luxus. Und daher möchte ich ein großes Dankeschön an euch sagen für eure Zeit. Euer Thomas.